aber ohne Pokémon gehe ich eigentlich nie ins hohe Gras. Naja. Fuck! Leuchte doch woanders hin! Das war knapp! Ja. Oh, das ist auch schön da drin. Noch mehr rote Farbe. Ich weiß übrigens nicht, wo ich hin muss. Ich laufe da mal einfach. Das ist cool gemacht mit den Händen. Yes. Lucky me. Ja, aber sowas von lucky. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Fuck. Ich weiß nämlich leider immer noch nicht, wo ich hin muss. Oh, was war das denn? Ich bin gegen einen Kaktus gelaufen. Ach, komm schon. Dann darf ich da nicht lang. Mehr Glück als Verstand, aber das hilft mir gerade nicht, wenn ich nicht weiß, wo ich lang muss. Ich bin doch ehrlich gesagt nicht zur Scheune, wobei ich gerade zufällig wieder da bin. Die sind aber auch einfach überall gerade, die Leute. Vielleicht mache ich einfach so wieder Rennen und weg. Oh shit, was war das für ein Lichtstrahl? Oh. Oh. Scheiße. Huch. So viel Glück kann ich eigentlich nicht haben. Ich muss hier raus. Fuck. Fuck.
ich werde jetzt panisch. War jetzt wieder am Anfang, das ist natürlich super gut. Okay, Schnauze voll hier. Hier ist nichts. Okay. Wo dann lang? Ich habe vorhin die Batterie aufgesammelt. Kann ich mal nirgends rüber? Da sind Kakteen. Ja, okay. Ich bleibe mal kurz stehen, um mich zu erholen. Ich mal bitte in Ruhe. Stacheldrahtzaun, ich bin wieder am Anfang. Wo muss ich hin? Moment. Hier war ich doch vorher noch nicht. Nicht okay. Hat er mich gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Ich kann mich in dieser Tonne verstecken. Das ist natürlich jetzt super. Hat er bestimmt nicht gesehen. Der steht da draußen und ich komme nicht weg. Hallo? Ich habe ein Problem. Wir haben ein ganz kleines Problem. Ist der immer noch da? Ach, Scheiße. Ja, okay, was soll's. Tust mir vielleicht nichts? Nein. Der tut mir nichts. Du Hallo? Hallo? Nein, 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 hier ist überhaupt nichts okay. Hier ist absolut gar nichts okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Aber der Sternenhimmel ist schön. Der ist okay. Maybe there's a way through the barn. Durch die Scheunen? Ich wollte jetzt gucken, ob ich da hochspringen kann. Aber wenn er sagt, through the barn, dann laufe ich auch durch die Barn. Guten Morgen. Ich merke jetzt erst, wo ich bin. Hier war doch Martha vorhin noch. Okay, ich muss gedrückt halten. Dann schieb mir die Scheiße mal zur Seite. Das muss reichen. Muss ich ja nicht übertreiben. Oh. Raus. Komm, schleich dich dran vorbei, verdammt.
verdammte Scheiße. Ich schleich mich dran vorbei, verdammte Scheiße. Ups. Hallo? Oh shit, dreh dich nicht um. Einfach weiter. Dreh dich nicht um. Ich weiß leider nicht, wie lange das steht. Oh, 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 oh shit! Nein! Okay, dann rennen die einfach! Au! Okay, ich renne nicht besonders weit. Fuck! Ach, hier, okay. Was zum? Oh Gott, der geht raus, nicht rein. Ob das jetzt klug war, hier zuzumachen? Ich spiele gerade mit dem Gedanken, da irgendwie hochzuklettern. Scheiße! Nein! Da! Jetzt lauf doch mal einen Tacken schneller! Jetzt nicht mehr, ab jetzt darfst du einen Tacken langsamer laufen. Okay. Schieben wir das Ding einfach mal dahin. So, hüpfen da hoch, hüpfen da hoch und sind weg. Hoffentlich. Jetzt bin ich hier oben. Das ist schön. Fühle ich mich hier safe? Ich weiß es noch nicht. Was macht das denn hier? Warum ziehe ich denn weiter? Hör auf damit! Gut. Nichts zu sehen hier. Oh, was ist das denn? Ah. 7. Januar. Drei weitere wurden heute zu den Beuligen geschickt. Ihre Wunden waren zum Verbergen zu Florid. Alle zusammen hatten 7 Kinder, welche Papa North in meine Obhut übergab.
Ich habe nun über 40 Waisenkinder bei mir, welche mich verzweifelt lieben, wie nur ein Kind es kann, welches von Eltern verlassen wurde, die es einst für so natürlich und selbstverständlich wie die aufgehende Sonne hielt. Und ich liebe sie, denn ich werde niemals selbst Kinder haben. Doch habe ich so viel Liebe zu geben. Selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie trösten und führen. Was bedeuten diese Träume? Okay. Nein, nicht okay. Immer noch nicht. Oh, shit. Okay. Und... Action! Wow! Man hat mir eine nackte, tote Person ins Gesicht geschleudert. Ich hasse es, wenn das passiert. Es ist so einer dieser typischen Tage. Sie kennen es. Na, noch so ein Evangelion-Brief. So ähnlich. Na gut. Der Vollständigkeit halber einmal kurz auf den Text gucken. Und Amen. Ist davon wieder jemand oder ist das eine Lampe? Ist das eine Lampe? Es ist einfach eine ziemlich helle Lampe. Fuck was that? Okay, bin ich wieder im Traum oder ist das real? Das werde ich jetzt herausfinden. A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Okay, ich konnte mir meine Aufnahme angucken. Sieht also noch real aus. There's gotta be another way. Oh shit. Ich habe mich schon gefragt, was er meint. Da war ein kleines Loch im Boden. Fällt jetzt erst auf, dass hier Vögel runterfallen. So, und dieses kleine Loch habe ich gerade leider übersehen.